Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch Salvete Spectatores. Und Salue Fraternität zu einem weiteren Teil von Let's Play Hearts of Iron 4 mit mir, dem Tante Günther, bekannt als Günther Shadow. Und wir sind zurück mit dem kommunistischen Frankreich. Und ich bin natürlich nicht der Einzige hier am Start. Der Mr. Merb ist auch da, der Genosse Trotzki in der Sowjetunion. Ich grüße dich. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite hier. Der Global Player bist du schlechthin. Ja, also, und ich habe vor noch mehr zu Global Playern, du. Ich sag's dir, ich habe erst angefangen. Du fängst gerade erst an mit dem Global Playen. Das genau. Finde ich gut. Global Playboy, weißt du so. Ja, das ist ein hehres Ziel auf jeden Fall. Ja, und ich stelle mal wieder fest, meine Truppen scheinen mit scharfer Munition zu trainieren. Die machen komische Sachen. Also irgendwie, ja. Ich brauche jetzt übrigens gar nicht mehr so wahnsinnig viele schwere Panzer. Ich habe 1000 in der Reserve und gehe also jetzt hier ein bisschen runter. Und werde auf jeden Fall verstärkt jetzt auch taktische Bomber bauen. Und während wir mal gerade nach unseren Ressourcen noch mal schauen. Ich muss offenbar wieder Zeug importieren. Ei, das Gummi mal wieder, ne? Das ist echt so ein Ding, ne? Ich bin da so froh, wenn wir da ein bisschen mehr Ressourcen rausgeholt haben. Dafür brauche ich jetzt leider keinen Chrom mehr vom Merb, aber dafür sauf ich noch dein ganzes Öl momentan. Das ist völlig in Ordnung. Und dann machen wir weiter, oder? Jo, lass laufen. Muss man gerade eben gucken. Ich habe jetzt übrigens 200.000 Knarren. Ich mache aber auch 815 am Tag. Du willst nicht wissen, wie viele Fabriken bei mir produzieren. Das ist der Albtraum. Oder warte mal, ich muss das eigentlich jetzt sogar wieder ordnen. Ja, warte mal, das ist ganz viel schief gegangen. Ach du Scheiße. Ja, ich habe hier gerade eben etwas bemerkt. Meine Einstellungen sind nicht mehr so gut, wie ich sie mal hatte. Genau, weil sonst machen die da unten nämlich nichts. So und so. Und jetzt... Oh Gott. Es ist ein Albtraum, was hier passiert ist. Okay, ich kann das hier wegmachen. Ich kann das hier wegmachen. Während du dabei bist, Fliegenklatsche. Fliegenklatsche, wie sind das? Ja, so nenne ich jetzt mein Bombermodell. Okay. So, jetzt. Nee, bei mir haben sich nämlich... Das ist das Problem. Meine ganzen Fabriken haben nicht mehr das produziert, was sie produzieren sollten, weil die alle weggebrochen sind. Es hat nur noch das produziert, was oben war. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist super ätzend, ich sag's dir. Wir bleiben jetzt aber in dieser Sache hier dran. Okay, jetzt können wir weiter laufen lassen. Heiliges Blechle. Das wäre gerade eben beinahe schief gegangen. So, das Problem ist, dass wir so viele Grenzen mit den Alliierten haben. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich das hier geregelt bekomme, ne? Mit meinen Armeen. Das ist jetzt hier echt anstrengend geworden. Im Grunde eigentlich kann ich ja gar keine Angriffslinien mehr bilden. Ich muss jetzt eigentlich hier sowas hier machen. Beziehungsweise, ich könnte auch einfach sagen, die treten nicht im Krieg bei. Dann kann ich nämlich Stück für Stück diese Ländereien auseinanderbauen. Was für mich nach einem Plan klingt. Machen wir das mal so. Was ist mit dir hier? Wie sie halt alle Skills übrig haben, aber nicht wissen, wohin damit. Hast du schon einen Plan, wie wir eventuell nach Großbritannien reinkommen? Noch nicht. Ich bin gerade noch dabei, hier die Japaner aus Siam rauszuwerfen. Okay. Oh, der hat Saigon offen gelassen. Los, schnell jetzt, Leute. Nicht schlafen, genau. Ja, weil dann hat er keinen Hafen mehr. Komm. Tu so, als könntest du hier noch was reißen. Komm, tu so, wir sind bei Paaren 80%. Wow. Ja, jetzt schaffe ich es nicht mehr. Es hat halt genau gereicht für ihn, ey. So ein Bettnässer, ey.
Der Moment, wo ich realisiere, ich habe einfach zu viele Ressourcen. Du brauchst übrigens die Grenze zu Dingens nicht besetzen. Also zwischen Emden und Arnheim brauchst du nicht machen. Ja, das ist wahrscheinlich noch irgendwie eine veraltete Einstellung. Ey, ich kann immer mehr Stahlwerke produzieren. Du glaubst es nicht, aber es ist immer mehr Stahl möglich und auch Öl bei mir. Also Russland gräbt immer mehr Ressourcen aus. Also ich habe übrigens auch mal gecheckt, ne? Also die Japaner haben schon eine absurde Anzahl an Soldaten. Also ich kann ungefähr ziemlich sicher sagen, sie haben an die 160 Divisionen immer noch. Krass. Das muss man sich mal klar machen, ne? Also wenn die Amerikaner da jetzt nicht demnächst mal aktiv werden, dann wird das alles hier nur halb so geil. Mhm. Aber wir können theoretisch auch die Japaner ignorieren. Und versuchen, einfach wirklich die Alliierten rauszunehmen, bevor wir jetzt gar nichts machen. Aber wir brauchen halt vorher auch noch Equip, ne? Also ich brauche noch ein bisschen mechanisiertes Gedöns. Das möchte ich auf jeden Fall gegen die einsetzen, alleine nur damit sie dumm gucken. So, schau dir diese sowjetische Hightech-Armee an, ne? Der Ami wird neidisch. Ja, ich muss aber noch mehr dechiffrieren. Ich muss auch noch mehr Flugzeuge produzieren. Also ich bin auch immer überlegen, ob ich auf Parachutes gehen soll und ganz Großbritannien einfach von deinem Boden aus oder vom Boden meiner Alliierten aus, also meiner Vasallen hier, einfach aus attackiere. So dass den schwindlig wird. Sag mal, kannst du hier unten bei Saigon, ne? Ja. In Südindochina, kannst du da noch so ein paar Divisionen an diese Frontlinie da stellen und mich da gegen die Japaner verteidigen, damit ich das irgendwann mal da zurückbekomme? Weil die haben halt da den Hafen und das geht mir echt tierisch auf die Eier. Ich kann hier mal meine Elite ranholen. Ja, das wäre echt gut. Ich würde jetzt einfach dann quasi einen harten Push auf Saigon machen. Du musst halt bloß gucken, dass du jetzt hier das Land ausbaust, damit meine Truppen nicht verhungern. Ja, ja, das ist schon in der Mache alles. Kann man die Pause rausgenommen, damit meine Männer sich bewegen, ne? Kambodscha baue ich dir auch noch gerne aus. Ja gut, Kambodscha ist schlecht ausgebaut noch, aber machen wir auch. Wird alles gemacht. Und ich muss mal kurz schauen, ob ich vielleicht noch hier, naja gut, das müssten wir dann irgendwie künftig natürlich doch noch verteidigen, aber wir haben so wenig Rekrutenreserven gerade. Du, ne? Warte mal, das wird gleich was werden. Ich sehe, dass ich meine Truppen hier gar nicht verhungern. Ich warte jetzt, bis die ihre Orga haben und dann erleben die ihr blaues Wunder. Den Albtraum. Oder rotes Wunder. Ja, aber ohne Witz, du weißt, das ist meine Elite hier, ne? Also die Elite-Infanterie. Ja, sehr geil. Mit der 40er Breite und ich zeig's gerade eben nochmal, was da alles drin ist. Moment hier, die Wächter der Nacht, wie wir sie ja dank dir genannt haben. Also ziemlich brutal, die können de facto in der Offensive alles killen. Sollten sie zumindest können. Bald haben sie die gesamte Orga. Ein bisschen müssen wir noch warten. Ein Tick oder so noch. Na komm schon. Die brauchen so lange für den letzten Rest, weißt du? Und go. Jetzt hole ich mir noch den vollen Planungsbonus. Guck mal, 81, 82, 83. Guck mal, wie die schmelzen. Guck mal, die sind Eis. Ja, sehr gut. Solltest du jetzt pinnen, die anderen, damit die da nicht reinlaufen? So, ja, die eine Hälfte geht jetzt noch dahin. Die andere Hälfte dahin. Dann ist das Thema hier schnell gegessen. Hast du eigentlich keine Garnisonsarmee?
Ich könnte eine aufstellen. Also wenn du sagst, dir fehlt es an Manpower, dann kann ich... Ja, mach mal bitte noch. Also hier unten ist echt nicht so wild, ne? Okay, also meine Truppen brauchen halt lang, bis sie da sind, weil... Durch in Russland ist weit weg. Verständlich. So. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Briten eine Chance haben oder die Amerikaner gegen meine Division hier. Tja, die Frage ist, baue ich eine Landbefestigung an den Pyrenäen? Also ich kann auf jeden Fall, ich könnte die Maginot-Linie abbauen. Aber was will ich dann genau befestigen, ne? Mhm. Was muss ich genau befestigen? Ich muss eigentlich nur... Du musst die Häfen befestigen. Du musst dafür sorgen, dass... alle Häfen, Marseille, Toulon, die müssen mindestens eine Befestigungsstufe, also eine Seebefestigungsstufe von 3 haben. Dann brauchst du jetzt definitiv Truppen. Marseille und Toulon brauchen eine Seebefestigung? Ja, die werden anlanden. Die Briten haben immer noch die Kontrolle über das Mittelmeer. Du musst alle Häfen verteidigen, allerdings nicht mit deinen regulären Truppen. Ich mache das immer so. Klar, ich hab dafür, du nimmst ja so eine Garnisonsdivision, so eine Billig-Template. So, die hat nur eine 10er Breite, hat de facto auch nicht viel drauf. Also wenn ich jetzt auch mal gut gelaunt bin, dann gönne ich denen tatsächlich mal so einen Pionier, weil dann können sie sich eingraben und sind noch besser in der Verteidigung. Aha. Das habe ich jetzt auch gemacht, weil ich behaupte, ich habe auch genügend Material. Ich guck mal gerade eben, ob ich mich selber gerade eben anlüge oder ob ich wirklich genug habe. Nee, ich habe 44.000 Zusatzausrüstung. Also, die können das gerne haben. Das tut keinem weh. Und die, dann machst du nämlich einfach dann quasi, dass sie Gebiete verteidigen sollen. Und dann sagst du, sie sollen nur die Häfen verteidigen. Und dann kannst du deine gesamte Küste mit so 72 Divisionen, jeweils 10er Breite, absichern. Und das ist etwas, was ich festgestellt habe, zumindest in meinen Spielen. Die KI bekommt das aus komischen Gründen hin. Also die KI kriegt in der Offensive ja wenig geschissen. Aber Orte zu halten... Und auch wieder zurückzuerobern, wenn du zum Beispiel das automatisch machen lässt, über diese Funktion funktioniert. Ja. Meiner Erfahrung nach zumindest. So, jetzt gucke ich mal gerade eben, wie. Ich muss mal nach meinen Schiffen gucken. Ob meine Schiffe, die ich hier habe. Heilige Scheiße, habe ich hier Schiffe. Was ist denn das für eine Nummer? Okay, ich habe eine Menge Schiffe. Eine Menge U-Boote. Machen wir mal eine eigene Gruppe. Du musst da noch mit rein. Ja, komm, jetzt wir verbessern mal die Militärpolizei ausnahmsweise. Ich habe hier gerade, ich habe so viele U-Boote, dass einem schwindelig werden kann, ich sag's dir. Wählen. Ja, ihr seid ja... Ach, ihr seid sogar hier. Das ist ja perfekt. Nein. Okay, das muss halt einfach eine getrennte Gruppe bleiben. Aber dann brauche ich dafür auch einen neuen Tibi. Halbieren, halbieren. Ja, diese 46er Angriffsgruppen sind an und für sich, glaube ich, ganz gut. Jetzt habe ich in Japan einen gefangenen Agenten, jetzt muss ich den irgendwie erstmal rausholen. Also ihr erlebt uns gerade eben einfach wieder mal nur bei diversen Vorbereitungen, ne? So. Ist so. Ist so. Ich frag mich gerade noch, ob ich
noch irgendwas an meinen taktischen Bombern verbessern muss. An der Fliegenklatsche. Ja, ne? Wir könnten noch Bombardierung und Motor verbessern. Oder was? Ah, ne, warte mal, da fehlen mir die Punkte. Stopp, ja, das ist Kokolores, ne? Wir könnten hier noch bei den Divisionen was verbessern, wenn wir nämlich immer hier sagen, wir machen ein Amtrak-Bataillon rein. Und hier sagen, wir machen eine mechanisierte Inf, ne? Mhm. Okay, Unterdrückung wird schlechter, wird ein bisschen schwerer. Hat höheren Nachschub. Hat eine wesentlich höhere Treibstoffkapazität, ist stärker. Ja, der hat halt nur 400 Heart Attack. Das ist halt einfach echt noch nicht so viel, ne? Das ist richtig. Das ist echt nicht viel, vor allen Dingen für schwere Panzer ist das echt zu wenig, ne? So, ich versuche jetzt dein Land zu verteidigen in Indonesien. Indochina. Aber kriegt er nochmal 23. Ja, hat dann fast 1000 Durchbruch, ne? Naja, also nicht ganz 836. Ne? So, ich brauche noch 300 Panzerwagen. Bald sind wir soweit. So. Ich habe wieder das hier über. Ich glaube, ich fange jetzt wieder eine neue Art von Bewaffnung an. So bescheuert es auch klingt. Ach, die habe ich noch gar nicht geforscht. No, ja, dann halt nicht. So, ich kann übrigens jetzt Atomwaffen theoretisch erforschen. Ich erforsche sie auch. Einfach nur, weißt du, es zu wissen, wie sie gehen, ist kein Fehler. Wie sieht es bei dir mit deiner Planung aus, die Briten zu attackieren? Dauert noch einen Moment. Ja, ich frag nur, das also, heißt nicht, dass du es sofort machen sollst. Ich will bloß, dass wir das halt gut koordiniert hinbekommen, ne? Ja. Statische Trefferabwehr brauche ich, glaube ich, nicht. Wobei ich tatsächlich auch nicht genau weiß, ob ich jetzt wirklich noch mehr Ölproduktion brauche. Eigentlich bräuchte ich eher noch, warte mal. Na gut, Luftdoktrin forschen wir ja gerade noch, da kriegen wir gleich den Bonus. Ja, vielleicht nehmen wir auch eher die Marinebomber, dass wir die nochmal abben können, ne? Ja, komm, nimm mal die Marinebomber. Und... Was kriege ich jetzt hier nochmal? Gepanzert, speziell... Ja, doch, das kann man machen für die... die Forschung, den Forschungsbonus für die Panzer, den kann ich gebrauchen. Alter, ich hab... Das ist so witzig, ne? Ich krieg da die Meldung, dass ich da Nachschubprobleme habe. Da bei Guangzhou One ist das einzige Dörfchen, was ich da besitze, ne? Mhm. Okay. Die haben ja eine schlechte Versorgungslage. Das ist echt doof. Kriegspropaganda gegen Siam. Kriegsanleihen.
Also, wir können von mir aus auch mit der Geschwindigkeit hochgehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das gerade eben will. Ich habe noch zu viele Sachen, die Okay. ich gerade eben nebenbei machen muss. Ist absolut in Ordnung. Gebirgsjäger. Die könnte ich eigentlich, ja, wobei nicht, lass die Gebirgsjäger, wie sie sind. Denn ich brauche gerade eben, ja, die Überlegung, das Feldlazarett durch habe. Ich baue halt auch viel zu viele, ich baue viel zu viele U-Boote halt momentan, ne? Das ist aber gar nicht so blöd. U-Boote sind sehr, sehr wertvoll. Ja, klar. Also, ich meine, es kostet halt auch mal wieder ein bisschen Manpower, ne? Das ist halt immer so das Ding, ne? Da geht halt Ja, auch nochmal gut, aber Manpower rein, Manpower ne? dürfte bei uns ja eigentlich nicht mehr das Problem sein. Ja, ich hoffe es. Ich bräuchte mehr Flottenerfahrung. Ich kann meine U-Boote halt nicht wirklich verbessern. So, die große Frage ist, wie wollen wir sie angreifen, Günner, ne? Also, für mich ist halt das Ja. Wichtigste, dass wir erstmal in der Defensive stehen, um dann sie auszubluten. Wir müssen die Amis ausbluten. Die Amis sowieso, klar, ne? Also ich denke, ja, das mit der, also ja, wir können sowieso, also ich kann versuchen, Italien schnell zu holen, ne? Das ist, Ja. glaube ich, nicht so das Problem. So, dann die Frage. Wer von den ganzen Pennern kommt halt da noch mit dazu, ne? Da gibt es ja noch einige hier in Europa, die du aber wahrscheinlich relativ schnell überrennen könntest, ne? Um die Spanier mache ich mir nicht so viel Sorgen. Das müssten wir eigentlich gehalten kriegen. Frage ist, können wir eine Invasion halt machen? Ja, ich müsste vorher auf jeden Fall noch versuchen. Oder was heißt versuchen, ne? Ich müsste einfach mal hingehen und müsste einfach mal auf nach Bedarf umstellen, damit ich mehr rekrutierbare Bevölkerung bekomme, ne? Das wäre vielleicht jetzt ganz gut, das mal zu machen. Weil ich habe nur 177.000. Wie viel sind denn bei mir? Überhaupt in den Garnisonen sind bei mir 66.000, das ist nicht so viel. Ich habe relativ viel im Feld. Ja, wir gehen mal auf Nachbedarf. 150 Politik macht, die haben wir doch schon. Wie sieht es denn hier ansonsten aus mit den Verlusten? Die Briten haben nur 234.000 Mann verloren bisher. Die machen halt nichts, ne? Die USA 526.000, die haben eine halbe Million Mann verloren. Die Japaner 2,5 Millionen. Ja, ich weiß. Ich probiere mal tatsächlich jetzt hier, ob ich die Seehoheit gegen die Japaner bekomme. Mit meinen U-Booten, weißt du? Ist ein bisschen irrsinnig, ich weiß, Kann aber man ich. so sagen. Ja, ist auf jeden Fall irrsinnig, aber wer weiß, ne? Ich bin bereit, diesen Versuch zu starten. Ja. Ich habe hier so viele italienische Flieger. Das ist so witzig. Ja, es führt halt einfach jetzt, also, es gibt keinen anderen Weg mehr als das, was ich jetzt hier mache. Kann mal gucken, ob ich auf Angriffstruppe gehe Ey, oder das ist nicht. so wicked, ne? Vorhin stand da, ich hätte keine Ausrüstung. Jetzt habe ich auf einmal wieder über 300.000. Das ist irgendwas, stimmt doch mit diesen Anzeigen hier hinten und vorne nicht, ne? Also ich habe jetzt 250.000. Aber das hängt auch davon ab, ob die Waffen unterwegs sind. Also ich glaube, was das Ja. Spiel halt manchmal nicht anzeigt, ist halt, wenn diese Waffen aus dem Kontingent genommen worden sind und irgendwo auf dem Weg zu einer Truppe sind oder in einer Truppe stecken. Ja. Das wird gerne mal einfach, glaube ich, nicht angezeigt. So.
Ich baue jetzt hier mal ein paar Marines. Die russische Marinearmee. 20er Breite mit Pionieren, Logistik, Feldlazarett, Unterstützungsartillerie und Luftabwehrunterstützung. Marinedivision. Genau, speichern. Ist die Frage, wie viele von ich den jetzt hier schon ausbilden kann. Das ist so etwas, was ich jetzt mal ausprobieren muss. Ausbilden. Oh, und bis jetzt eigentlich überraschend viele. 9. Müsste eigentlich reichen. Also ich versuche jetzt wirklich einen Angriff, Leute, auf Japan, auf Festland Japan. Und ich bin im Überlegen, ob ich dann, also wenn ich reinkommen sollte, aber das setzt natürlich auch die Seehoheit voraus, die ich nicht habe. Bis jetzt ist hier noch alles ein bisschen unterwegs, ne? Ich sag jetzt auch mal meinen Schiffen, auf jeden Fall reparieren, automatische Abtrennung aktiviert, Reparaturpriorität ist hoch. Angreifen bei mittlerem Risiko. Das finde ich völlig in Ordnung. Okay. So, jetzt sage ich, dass hier noch genügend auch von meinen Werften für die Reparatur abgestellt werden sollen. Ja, nee, nicht 20. 10 sollten reichen. Mal wieder aber bin ich so froh, dass die Sowjetunion so viel Aluminium hat, ne? Ja, ja, und ich hole noch mehr, du. Also ich krieg hier immer mehr Zeug aus meinem Land raus. Die Aluminiumfabrik in Leningrad evakuieren. Warum sollte ich das tun, Spiel? Lieferst du mir eigentlich momentan noch Artis? Ich habe das nie aufgehört. Ja, also kannst du mal überlegen, ob du das noch, ob du das jetzt aufhörst, weil ich glaube, ich brauche keine mehr. Okay, wie viel hast du denn jetzt? Genug. Ich weiß nicht, welche 2000 oder so. Okay. Ich kann, glaube ich, auch gleich nichts mehr bauen. Ist es vorbei? Haben sie, kam ja, was? Ja, ist gecancelt, danke. So, jetzt beobachten wir mal, ob meine Schiffe hier... Also, auf einmal ist der Ozean umkämpft in der japanischen See. Das kann man als spannend ansehen, genau. Mach mal so. Reparaturpriorität hoch. Angreifen bei niedrigem Risiko. Ich versuche jetzt hier die Flotte der Japaner zu schwächen. Ich denke, es ist das Beste, jetzt die Japaner rauszunehmen, bevor wir etwas in der Richtung machen. You know what I mean? Okay. Ja. Es hat halt beides seine Vor- und Nachteile, aber daher die Amerikaner ja sowieso nicht so wirklich geil unterwegs sind, nennen wir es mal so. So. Und Armee können wir eigentlich auch gleich infiltrieren. Ich mache gleich zwei Infiltrationen gleichzeitig, du. Okay. Armee und Zivilverwaltung. So, Japan wird jetzt komplett von mir hier de facto unterjocht. Mhm. Ja, warum nicht, ne? Ich mache immer noch 604 Knarren am Tag. Ich glaube, jetzt können wir mal die Geschwindigkeit am Ende dieser Folge erhöhen, Leute. Auch wenn wir jetzt erstmal wieder eine Pause machen müssen, denn die Folge ist schon wieder rum.
Ja, aber vielleicht sehen wir ja dafür gleich ein bisschen Action, ne? In der nächsten Folge. Ja, es war jetzt mal eine Folge mal wieder mit sehr viel Pause, ne? Es ist halt eine Strategiespielplanung, gehört dazu. Was willst du machen, ne? Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss, Nadi. Und in diesem Sinne, Pax Vobiscum, Valete.